Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sorcerer in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind jetzt zurück im Spiel und wir sind in der Arena. Wo wollten wir? Wenn du den da oben, glaube ich, besiegt, müsste es mich da sein. Habe ich meine Pokémon geheilt? Ich habe sie geheilt. Ja, der Vergangenheitsalter hat mich gedacht. So, wir gehen weiter in die Arena. Müssten noch zwei Trainer, glaube ich, sein oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was die Hebel tun. Deaktivieren sie Seile oder sind sie schon deaktiviert? Ich habe keine Ahnung. Wir kämpfen gegen den Typen hier. Der eigentlich Käfer-Pokémon haben sollte. Aber Schlappohr hat. Schlappohr ist normal. Mal sollte auf jeden Fall mit Kampf angreifen. Beziehungsweise dieses Level sieht schon aus. Euer Schwaffel. Der ist ja Kampf. Da schicken wir dich eigentlich rein. Vielleicht wenn es brennt, wird er sterben, aber hey. Ja, du hast Kampfattacken. Ja, das ist natürlich ziemlich nice, würde ich mal sagen. Schwaffel wird auf jeden Fall alle töten. Wenn nicht, zumindest die normalen Typen. Weil er sehr effektiv ist und effektiv können wir ihn besiegen. Okay, macht ungefähr genauso viel Schaden. Das ist gar nicht mal so geil. Eunika. So, sehr, sehr knapp. Uff, ich schaffe auf jeden Fall noch das ein oder andere Level ab. Ich glaube, ich schaffe noch kein einziges Mal trainiert, kann es sein. Also null. Wow. Einfach nur wow. Fucking Schlappo. Fucking Ausdauer. Ausdauer schon so eine scheiß Attacke. Och nee. Och. Ich hasse das. Ich hasse dieses Ding. Diese Statusveränderung. Da kann man so gut wie nichts machen. Naja, was heißt gut wie nichts? Man kann schon angreifen, aber. Egal. Sharky. Sind 135 viel für dich? Es sind viel. Es sind sogar sehr viel. Mutterpell, Käfer und Flug, schätze ich. Oder nur Käfer. Aber ich weiß es gar nicht. Ich denke, ich hole KC raus. Der Käfer müsste auf jeden Fall sein. Alle anderen Typen weiß ich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, was effektiv gegen mich ist. Fucking Mutterpell. Ist auch so ein Pokémon, ich vergesse, dass es überhaupt existiert hat. Ich meine, wenn ich den Namen höre, dann weiß ich, was es ist, aber ich würde nicht selber drauf kommen, dass es noch existiert. Das war eine sehr, sehr einfache Beute. Level 17. Toxiquark. Oh, das ist nicht gut. Was machen wir gegen Toxiquark? Wobei Toxiquark ist, glaube ich, nur Gift, ne? Ich glaube, es ist nur Gift. Es müsste kein Wasser sein. Ich kann jetzt mich irre, aber ich meine, es ist kein Wasser sein. Das ist halt, basiert halt auf einer Dingerkröte. Deswegen bin ich da so ein bisschen. Bisschen ungünstig. Was machen wir gegen dich? Oh, mein Doppelkick. Ach nee. Ach nee. Sei bitte nicht vergiftet. Wenn ich jetzt mit Gift hier rauskomme, wäre das gar nicht mal so geil. Ja, ist halbwegs vernünftiger Schaden. Ah, oh, was bringt noch was? Was könnten wir noch eigentlich machen? Machen wir mal Glut. Das ist ein bisschen besser Schaden. Ich glaube, Kampf. Weiß ich nicht. Ist Kampf effektiv gegen Gift? Ich weiß es nicht. Ach, sei nicht vergiftet, sei nicht vergiftet. Komm schon. Ach. Fucking KFC. Und ihr wollt ihren vergifteten Burger bei KFC haben. Es ist nicht cool, okay? Es ist einfach nicht cool. Und als ob. Also wir fast ein ganzes Level abkriegen. Das ist auf jeden Fall nice. Oh nee. Okay, ich hoffe, dass es noch aushält. Und ich zum Burgsender gehen kann.
Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Okay, wir sind nicht wieder. Und KC geht es ziemlich gut. Okay, das deaktiviert das. Wir haben noch zwei Trainer vor uns. Ich will auf jeden Fall beide bekämpfen. Das heißt, ich gehe erstmal nach rechts. Zu dem hier. Weil die EP kann man auf jeden Fall mitnehmen, die man hier bekommt bei den Trainerkämpfen. Bevor man zum eigentlichen Arenaleiter geht. Die Arenaleiter von Jotun, die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was die alles eigentlich hatten. Die einzige Arenaleiter von Jotun, die ich mich richtig erinnere, ist die Drachenarenaleiterin und die mit dem Wildtank. Bei den anderen Arenaleitern von anderen Regionen kann ich mich ziemlich gut daran erinnern sogar. Flug. Flug. Uff. Das war auf jeden Fall nicht so gut, Sharky. Setz nochmal. Och. Och nee. Treff jetzt. Das war ziemlich guter Schaden. Oh, ich wünsche jetzt eine EP-Teile. Allerdings nicht die aus der 6. Generation, denn der ist viel zu OP. Der ist halt viel zu OP. Aber der in der Generation, der EP-Teil, der war noch ziemlich gut. Aber ich weiß gar nicht, wann man den kriegt. Ich weiß es wirklich nicht. Wann bekommt man den? So, das ist der rote Hebel. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ah, da hinten gibt es auch noch einen Bauernschalter. Okay, jetzt. Wollen zuerst zu denen hingehen. Und die wollen kämpfen. Dann deaktivieren wir den blauen, um den roten zu deaktivieren. Genau, jetzt. Das ist einfach, das ist nicht schwer. Koppeln Max und Joe. Oder Joe. Alter, der hat einen Porygon. Weiß schon, wie das Porygon voll das coole Pokémon ist. Ich finde das ganze Konzept davon unglaublich cool. Was ich aber nicht so geil finde bei den Pokémon ist die Entwicklung. Das hat echt eine scheiß Entwicklung. Und Porygon müsste Psycho sein. Ich glaube, es ist Psycho. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich falsch liege. Es scheint Psycho zu sein. Wobei es schon Level 10, also. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sollte ich auch Spaffe mit trainieren. Damit es mir stärker wird. Rassaf kann, glaube ich, stark werden. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, weil ich habe nicht so Bock auf Rassaf. Ich finde die anderen Pokémon sein Team ein bisschen cooler. Außer Dummiesel, den mag keiner. Dummiesel ist echt ein scheiß Pokémon. Warum hat Dummiesel eigentlich keine Weiterentwicklung? Jetzt mal ernsthaft. Das wäre so viel cooler. Kreideschrei war Schwachsinn. Das ist keine Taktik, die ich lernen will. Und die sind bei schon Level 18. Was schon ziemlich gut ist. Also wir kämpfen uns da gut durch. 18, wir sollten auf jeden Fall die anderen mal besser trainieren. Wir beginnen den Kampf mit lauter Box. Im Arena-Kampf. Okay, ich deaktiviere es jetzt. Lokatar. So, dadurch haben wir jetzt den roten. Dann deaktivieren wir den roten und dann können wir zum Arena-Leiter gehen. Oder den Leiteren. Ich weiß nicht. Das erkennt man so gut nicht beim Sprite. Ist Kai. Käfer-Pokémon. Und scheinbar auch Forscher. Stacy, ja. Ich mag es, die Namen so randomized werden. Die sind teilweise echt lustig. Feline. Okay, bringst du ein Wasser-Pokémon. Wasser, gegen Wasser habe ich eh nichts. Wasser habe ich absolut nichts. Oh. Bist du normal mit Wasser? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal Erstauner. Okay, Erstauner geht. Das heißt, du hast kein Normaltyp. Allerdings ist Erstauner eine schwachsinnige Attacke. Okay, das ist echt nicht viel Schaden. Sag mal, laute Box. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber geht laute Box halt zum Baby-Pokémon? Wenn ja, kann das noch nicht, bis du nicht stark werden.
Ach, komm schon. Jetzt langsam wird es ein bisschen gefährlich. Ich sollte auf jeden Fall etwas aufpassen. Aber einen Schlag müsste ich noch drin haben. Ja. Oh, noch ein Schlag. Okay, es trifft die ganze Zeit nicht. Das finde ich ziemlich gut. Ich weiß nicht, wieso es nicht trifft, aber es trifft nicht. Aber jetzt hat es getroffen. Ui. Ach du. Okay, gut, dass ich noch so gut dran habe. Okay, ja, ich habe auch gerade sehr riskant gespielt. Ja, ich hab so gedacht, ein Schlag müsste noch drin sein, aber es war ganz so knapp. Okay, wir setzen beide Supertrank ein. Runde 2. Tatsächlich macht Slam ziemlich viel Schaden. Allerdings trifft es nicht so oft. Was für uns ziemlich gut ist. Hoffe ich, außer zum Volltreffer. Okay, weiteren Schlag überleben wir nicht. Ein weiterer Schlag überleben wir nicht. Macht nur 10 und Trank macht 20. 20 ist ungefähr der Schaden, den es macht. Ich will den Kampf halt mit lauter Box bekämpfen. Wir holen Free Candy. Braucht beide Miss Level Up. Ach so, ja, mir fällt gerade der Schiss auf das Level 17 ist. Kein Wunder, macht so viel Schaden. Machen wir Windschuss. Windschuss ist eine gute Attacke. Ja, komm. Letztes Mal. Kapalores. Ich finde es immer so komisch, wenn Trainer ihre Pokémon zurückrufen. Das ist immer so ungewohnt, so zu sehen. Das Makalores ist doch Wasser, Pflanze, glaube ich. Heißt nicht, dass ich mehr Schaden mache? Ja. Welchen Sinn hat das jetzt gehabt? Oder will ich einfach nur meinen Angriff reduzieren? Was ich nicht nachvollziehen kann, ich habe letztens ein Video gesehen, das war ziemlich krass, da haben Leute gesagt über die Pokémon, die sie quasi ein bisschen Leute weniger mögen, dafür das Gegenstück, das sie mehr mögen. Und da gab es Kapalores und Tingulis. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Kapalores mehr gemocht wird als Tingulis. Ist mir ernsthaft. Was los mit euch? Komm, Primatra. Bei Tingulis ist einfach so viel besser. Kapalores sieht einfach aus wie ein Schwachkopf. Cocknut, oi. Tatsächlich kann Cocknut dann ziemlich gefährlich werden. Weil es hat einen ziemlich hohen Angriffswert. Hallo Cocknut. Was machen wir gegen dich? Ich weiß auch gar nicht, was für ein Typ du hast. Hast du gesteinerte Boden und sowas in dem Bereich? Ich habe absolut keine Ahnung. Cocknut, sag mal den Typ. Oh. Gut. Damit kämpfen wir nicht weiter. Ach, fuck, nein. Nein. Nein! Nein! Oh, Mann. Das ist übrigens so die Special-Sache von, wie heißt das, Verfolgung. Es verfolgt einen wirklich, auch wenn man den Kampf auswechselt. Oh, nein. Was soll das? Ich weiß halt nicht, was für ein Typ kommt, sondern... Ich meine, Unlicht habe ich schon versucht, versuch mal Eis. Irgendwas davon wird schon Schaden machen. Oh, bist gefroren, du bist gefroren. Okay. Perfekt. Perfekt. Nochmal Eiszahn. Dieses Cocknodon. Ich meine, ich wusste, dass Cocknodon gefährlich ist. Aber ich weiß halt auch nicht, was für einen Typen die haben. Ich habe schon komplett vergessen, was für Typen einige Pokémon haben. Deswegen ist es für mich ein bisschen was schwerer ist. Jetzt kommt Feline. Ja, komm.
Ja, Käfer-Pokémon lassen sich unbekriegen, nur dass du keine Käfer-Pokémon hast. Jetzt hat der KFC hier alle runtergebrannt. Machen wir nochmal einen Biss. Einen gewöhnlichen Biss, das müsste schon klappen. Oh man, Frequenty hätte so cool sein können. Es war halt Geist und so. Man ist tot. Was soll denn das? Insektorden. Ist eigentlich der dritte Orden. Zweiter Orden, glaube ich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe zwischendrin. Wobei, in der Zwischen habe ich kein Pokémon gespielt. Ich habe zwischendrin auch so viel zu tun gehabt. Deswegen habe ich komplett vergessen, wo wir eigentlich waren. Man müsste eigentlich hier das. Was tue ich da eigentlich? Ich hätte einfach den Schalter umlegen sollen. Oh. Jetzt. Jetzt können wir ganz gemütlich runtergehen. Auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass man in dem Ding, wenn man hier ist, nicht das Menü nutzen kann. Das ist echt der perfekte Ort dafür. Aber es macht irgendwie Sinn, weil sonst würde es sich aufhängen und es würde keinen Sinn machen und. Ja. Kann man bestimmt irgendwie lösen, aber ich wusste es nicht wie. Julian, du rufst uns jedes Mal an. Jedes Mal. Noch müde? Nee. Ein fucking Turnupzu. Ich hätte gern Turnupzu. Turnupzu ist cool. Stark. Aber ich hätte auch gern Frequenty. Ach, was soll der Schachsinn? Frequenty war ein gutes Pokémon, du hast kein Item. Geist und Flug. Oh Mann, oh Mann. Frequenty ist wirklich so ein Pokémon, wo ich mir denke, das ist echt nicht gut, dass es weg ist. Mein Medite war halt. Es war nicht so gut. Aber Drifflon. Frequenty war schon. War schon ein nice Pokémon. Nein. Ach, jetzt kommen. Warte, machen wir wieder das Menü auf. Mach das Menü zu. Geht doch. Ach, wir haben den ganzen Part, glaube ich, in der Arena gebracht. Ja gut. Das war ein langer Part, ein schwieriger Part. Aber egal. Wie das Ganze hier weitergeht. Und das ohne Frequenty. Das sind wir nichts Part von Pokémon zu Slow in der Randomized Nassau Challenge. Dieser Name ist überhaupt nicht lang oder so. Egal. Bis dahin, Alola.